Hast du mal von der Kleinunternehmerregelung gehört und fragst dich, was das genau ist und worauf du achten kannst und wann es für dich interessant ist? Dann erfährst du alle Infos in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und die Kleinunternehmerregelung ist insbesondere für Neugründer und ja, ich würde nebenberufliche Selbstständige interessant. Und da gibt es viel Verwirrung, einfach weil es auch zum Beispiel zwei Begriffe gibt. Es gibt einmal die Kleinunternehmerregelung, was sehr häufig verwechselt wird mit Kleingewerbe. Was es auch gibt, sind unterschiedliche Umsatzgrenzen, die irgendwie eingehalten werden müssen. Und ja, da sind viele Neustarter sich unsicher und deswegen gehen wir in diesem Video Stück für Stück mal diese ganzen Themen durch, die du über die Kleinunternehmerregelung wissen solltest. Zunächst erstmal zum Grundsätzlichen. Die Kleinunternehmerregelung ist geregelt in § 19 Umsatzsteuergesetz und das ist auch schon mal das Wichtigste, was du wissen musst. Die Kleinunternehmerregelung bezieht sich nämlich nur auf die Umsatzsteuer und zwar besagt sie, dass du keine Umsatzsteuer ausweisen musst. Das heißt, du machst keine Umsatzsteuervoranmeldung, du weist keine Umsatzsteuer in deinen Rechnungen aus und führst quasi 0% Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ab. Diese Regelung und diese Vereinfachung kannst du in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr warst und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro Jahresumsatz machst. Das heißt, du musst in jedem Jahr schauen, was habe ich letztes Jahr für einen Umsatz gemacht, was erwarte ich in diesem Jahr für einen Umsatz. Wenn du unter diesen Grenzen bist, dann kannst du diese Regelung in Anspruch nehmen und musst keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Wenn du in diesem Jahr gegründet hast, dann hast du natürlich noch kein Vorjahr, dann gilt dein Umsatz für dieses Jahr. Und dann gilt für dich die Regel von 22.000 Euro, aber zeitanteilig. Das heißt, du musst schauen, wie lange, wie viele Monate in diesem Jahr bist du selbstständig und musst diese 22.000 Euro Grenze entsprechend reduzieren. Wenn du beispielsweise am 1. Juli dieses Jahres dich selbstständig machst, dann bist du noch genau ein halbes Jahr selbstständig und dann gilt für dich 11.000 Euro als Grenze für die Kleinunternehmerregelung. Für viele Gründer ist diese Kleinunternehmerregelung aufgrund der relativ niedrigen Grenzen nicht besonders relevant. Denn wenn du mit deiner Selbstständigkeit deinen Hauptlebensunterhalt verdienen möchtest, dann sind zugegebenermaßen 22.000 Euro Jahresumsatz nicht besonders viel. Weil wenn du 22.000 Euro Umsatz machst, dann wirst du ja voraussichtlich noch weniger Gewinn machen. Und davon ja, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist eher schwierig. Wenn du allerdings deine Selbstständigkeit nebenberuflich startest, dann könnte ja, die Kleinunternehmerregelung für dich eine große bürokratische Erleichterung sein. Was außerdem für dich wahrscheinlich wichtig ist zu wissen, ist, dass die Kleinunternehmerregelung nicht an bestimmte Rechtsformen geknüpft ist. Wenn du Einzelunternehmer bist oder Freiberufler bist, dann kannst du sie natürlich in Anspruch nehmen, aber auch zum Beispiel als GmbH, als UG, als GbR oder OHG. Das ist vollkommen unabhängig für die Kleinunternehmerregelung, weil die, wie ich schon gesagt habe, nur sich auf die Umsatzsteuer bezieht und die Umsatzsteuer, die gelten quasi für alle Rechtsformen. Kleinunternehmer wird sehr, sehr häufig mit Kleingewerbe verwechselt. Ich lese das immer wieder und ich möchte in diesem Video einmal klarstellen und auch für dich ganz sicher dafür sorgen, dass du es bitte nicht verwechselst, weil da wahnsinnig viel Verwirrung kommt aufgrund der Vermischung dieser beiden Begriffe. Die Kleinunternehmerregelung, das heißt ein Kleinunternehmer, ist geregelt im Umsatzsteuergesetz und bezieht sich auch nur auf die Umsatzsteuer. Da geht es darauf, wie du deine Rechnung stellst und ob du Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. Kleingewerbe ist ein Begriff aus dem Handelsrecht, sprich aus dem HGB, und beschreibt Gewerbetreibende, die sich nicht im Handelsregister eintragen müssen. Und ich mache dir mal zwei Beispiele, mit denen das deutlich ist, dass das was absolut unterschiedlich ist. Zum Beispiel eine GmbH. Eine GmbH kann per Definition kein Kleingewerbe sein, weil eine GmbH immer im Handelsregister eingetragen ist. Aber eine GmbH kann sehr wohl Kleinunternehmer sein, und zwar wenn sie unter den Umsatzgrenzen ist und der GmbH-Geschäftsführer sich dafür entscheidet, Kleinunternehmer zu sein. Oder ein anderes Beispiel sind Freiberufler. Freiberufler sind keine Gewerbetreibende, und dementsprechend auch keine Kleingewerbetreibende. Aber Freiberufler können natürlich trotzdem Kleinunternehmer sein, wenn sie unter den Umsatzgrenzen sind. Das heißt, wenn du jetzt zu dem Thema recherchierst und auch noch googelst und andere Videos anguckst, merke dir, sind zwei vollständig unterschiedliche Begriffe. Und wenn du jetzt suchst, wie du deine Rechnung schreibst und so weiter, such bitte nach Kleinunternehmer. Jeder, der über Kleingewerbe spricht, vermischt die Begriffe entweder oder redet über etwas vollkommen anderes. Kommen wir zu der Frage, wie du die Kleinunternehmerregelung denn beantragen kannst. Wenn du am Start deiner Selbstständigkeit stehst, dann musst du diesen ganz am Anfang den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen, um dich überhaupt erstmal beim Finanzamt zu registrieren. In diesem Fragebogen wirst du gefragt, wie viel Umsatz du in diesem Jahr, also in dem Gründungsjahr und in dem Folgejahr erwartest. Diese Angabe zum Umsatz ist für ein paar Dinge wichtig, zum Beispiel auch
für die Kleinunternehmerregelung. Das heißt, wenn du hier Umsätze einträgst, die unter diesen Grenzen von 22.000 Euro liegen, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung direkt in diesem Fragebogen beantragen. Aber auch wichtig zu wissen, du kannst es auch später noch machen. Das heißt, wenn du es da nicht gemacht hast, kannst du auch später noch formlos quasi die Kleinunternehmerregelung beantragen. Formlos bedeutet, es gibt kein Formular, was du ausfüllen musst. Da reicht in der Regel Brief, E-Mail, manchmal sogar ein Anruf, um quasi dich wieder in die Kleinunternehmerregelung zu bringen, damit du keine Umsatzsteuer ausweisen musst. Das Ganze geht aber auch in die andere Richtung. Und das wissen viele gar nicht. Du musst sie nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, auch wenn du niedrige Umsätze machst und eigentlich in diese Kleinunternehmerregelung fallen könntest, musst du es aber nicht machen. Du darfst trotzdem Umsatzsteuer ausweisen und Umsatzsteuer abführen. Das hat ein paar Vorteile, die sprengen in diesem Video den Rahmen und deswegen habe ich dafür ein separates Video aufgenommen, was du hier findest. Wenn du das aber machst, dass du aktiv darauf verzichtest und sagst, ich würde gerne diese ganze Umsatzsteuerberechnung vornehmen, dann bindest du dich für mindestens 5 Jahre. Das solltest du wissen, bevor du dich aktiv dagegen entscheidest. Die größte Auswirkung hat die Kleinunternehmerregelung auf deine Buchhaltung. Relativ offensichtlich, du weißt keine Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen aus. Das ist ja der Grund, warum man diese Regel überhaupt in Anspruch nehmen könnte oder sollte. Deine Rechnungen dürfen diese Position Umsatzsteuer gar nicht enthalten oder du schreibst auf jede Rechnung 0% Umsatzsteuer und hast dann dementsprechend keine Umsatzsteuer zum Abführen. Wichtig ist aber, du musst deinen Kunden mitteilen, warum du keine Umsatzsteuer ausweist, weil sonst wissen sie gar nicht, ob die Rechnung richtig ist oder falsch ist. Und deswegen muss jede deiner Rechnung, die du als Kleinunternehmer stellst, den Hinweis enthalten, warum das eigentlich so ist. Beispielsweise schreibst du drauf, diese Rechnung wurde gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz ohne Umsatzsteuer gestellt. Ein Beispielsatz, wie das aussehen könnte, findest du übrigens in der Videobeschreibung und kannst ihn einfach 1:1 kopieren. Du bekommst ja dann von deinem Kunden keine Umsatzsteuer überwiesen und das Gegenpart zur Umsatzsteuer ist ja die Vorsteuer. Wenn du deine Lieferanten und deine Dienstleister und deinen Telefonvertrag und so weiter bezahlst, sind auf diesen Rechnungen, die du überweisen musst, ja auch Umsatzsteuer. Und normalerweise kannst du diese Umsatzsteuer als Vorsteuer in deinen Umsatzsteuervoranmeldungen geltend machen. Und diese ganze Umsatzsteuerberechnung, dazu habe ich übrigens auch noch ein anderes Video aufgenommen, das findest du einmal hier verlinkt, wenn es dich mehr interessiert. Aber auf diese ganze Berechnung verzichtest du als Kleinunternehmer und musst es gar nicht vornehmen. Das heißt, du musst und darfst auch gar keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, wo andere monatlich oder quartalsweise diese ganze Berechnung durchführen und ihre Buchhaltung machen. Musst und kannst du keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und darfst auch die Vorsteuer nicht geltend machen. Kommen wir zu der großen Frage, wann lohnt sich das Ganze eigentlich für dich? Wenn du Endkunden hast, das heißt quasi Konsumenten, Endverbraucher als Kunden hast, dann könnte die Kleinunternehmerregelung für dich ganz interessant sein, weil du niedrigere Preise anbieten kannst als die Konkurrenz oder eine höhere Marge hast als die Konkurrenz, weil die Konkurrenz ja immer mit Umsatzsteuer verkaufen muss und dadurch immer Steuer abführen muss. Wichtig ist aber da, wenn du jetzt schon weißt, dass dein Unternehmen mit der Zeit wächst, dann wirst du ja irgendwann aus der Umsatzsteuerregelung herausfallen und wirst dann Umsatzsteuer erheben müssen. Und dann wirst du später noch deine Preise nach oben anpassen müssen oder unter Umständen sinkt deine Marge. Das heißt, du solltest dir idealerweise heute schon überlegen, ob du später denn diese Preisanpassung auch gut kommunizieren und durchsetzen kannst. Wenn du Geschäftskunden hast, das heißt, wenn du in einem B2B-Bereich aktiv bist und Unternehmen deine Leistungen beziehen, dann ergibt die Kleinunternehmerregelung meistens überhaupt gar keinen Sinn. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn du Umsatzsteuer ausweisen würdest, dann könnten deine Kunden in ihrer Umsatzsteuervoranmeldung ja die Umsatzsteuer, die du ihnen ausgewiesen hast und von ihnen bekommen hast, geltend machen und sich vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, wenn deine Kunden Unternehmen sind, dann ergibt die Kleinunternehmerregelung in den allermeisten Fällen keinen Sinn. Kommen wir abschließend nochmal zu dem Thema, was passiert eigentlich, wenn du über diese Umsatzgrenzen hinausgehst und quasi vom Kleinunternehmer zum Großunternehmer wirst. Das ist natürlich kleiner Scherz, Großunternehmer heißt es nicht, aber was passiert eigentlich, wenn du über diese Grenzen bist und quasi von einer kleinen Unternehmerregelung zur ganz normalen Regelbesteuerung wechseln musst? Und es gibt ja diese zwei Grenzen. Vorjahr 22.000 Euro, laufendes Jahr voraussichtlich 50.000 Euro. Ja, die 22.000 Euro sind ja leicht erklärt. Du schaust halt einfach den Umsatz vom Vorjahr an und dann bist du entweder drüber oder drunter. Verwirrung gibt es manchmal bei dem Umsatz fürs laufende Jahr.
Weil da sagt das Gesetz voraussichtlich unter 50.000 Euro und das verwirrt viele Leute. Hier ist ganz wichtig, dass du weißt, hier geht es nur um deine Schätzung, was erwartest du oder was hast du am Anfang dieses Jahres erwartet, an Umsätzen zu machen. Und das gilt dann fürs ganze Jahr. Das heißt, du bist entweder für ein komplettes Jahr Kleinunternehmer oder für ein komplettes Jahr halt kein Kleinunternehmer. Wenn das Jahr deutlich besser läuft, als du erwartest, wenn du beispielsweise davon ausgehst, dass du in diesem Jahr 40.000 Euro Umsatz machst, es läuft aber bombastisch gut und du machst 100.000 Euro Umsatz, musst du nicht irgendwann im Juni, Juli, August plötzlich wechseln und unterjährig plötzlich anfangen, Umsatzsteuer auszuweisen, sondern hier geht es wirklich darum, was hast du am Anfang des Jahres gedacht, was du an Umsätzen machst. Und dann gilt das fürs ganze Jahr. Wenn du dann aber 100.000 Euro Umsatz machst, dann bist du natürlich im Folgejahr am 1. des Jahres, am 1. Januar, musst du natürlich ab dann Umsatzsteuer ausweisen, weil dann gilt es, dass du dir das Vorjahr einmal anschaust und das muss unter 22.000 Euro sein, wäre dann mit 100.000 Euro natürlich deutlich drüber. Das ist eigentlich das, wie du es anschaust. Und meine Praxiserfahrung ist, dass das Finanzamt da auch sehr tolerant ist, was diese Grenzen betrifft. Ich habe das zwei oder dreimal mitbekommen, dass das Finanzamt wirklich auch nachgefragt hat. Sie fragen sehr selten nach, was das betrifft. Aber wenn sie dann nachfragen, dann reicht es, wenn du selbst argumentierst, wie du am Anfang des Jahres ungefähr gerechnet hast und ja, wie du davon ausgegangen bist, dass du halt unter 50.000 Euro landest. Da gab es in der Praxis, habe ich noch nie irgendwelche Probleme mitbekommen. Das einzige Problem, was auftreten kann, ist, wenn du Buchhaltung etwas zu spät machst. Das heißt, wenn Buchhaltung nicht dein größter Freund ist und du deine Buchhaltung ein halbes Jahr oder ein Jahr später machst, für dieses Jahr erst. Um dir ein Beispiel zu geben, wir haben jetzt beispielsweise Juni 2021 und du setzt dich jetzt erst hin und machst deine Buchhaltung für letztes Jahr und jetzt fällt dir erst auf, dass du im letzten Jahr wieder erwarten über 22.000 Euro Umsatz gemacht hast, weil du beispielsweise 25.000 Euro bekommen hast und jetzt sitzt du da und wärst eigentlich seit dem 1.1. dieses Jahres kein Kleinunternehmer mehr gewesen. Das heißt, du musst für alle Rechnungen zwischen dem 1. Januar und jetzt im Juni korrigieren. Das ist super ärgerlich, weil du hast nur zwei Möglichkeiten, wie du das lösen kannst. Erste Möglichkeit, du rufst alle deine Kunden an und entschuldigst dich, dass du ja zu blöd warst, deine Rechnungen richtig zu stellen und fragst sie, ob sie dir noch die Umsatzsteuer nochmal nachüberweisen können. Die zweite Möglichkeit, weil das natürlich eine schlechte, blöde Situation ist, wäre es, dass du deinen Bruttobetrag, das heißt deine Rechnungssumme jetzt als Bruttobetrag annimmst und davon die Umsatzsteuer abführst. Ist auch super ärgerlich, weil du plötzlich 7 oder 19% Umsatzsteuer auf etwas abführen musst, wo du ja vorher eine Kalkulation hattest und das Geld, was du dachtest, was du verdient hast, plötzlich ans Finanzamt wandert. Das heißt, auch das ist äußerst ungünstig. Und deswegen empfehle ich dir, dass du einfach, wenn du Kleinunternehmer bist, jedes Jahr so im November, Dezember einfach mal deine Umsätze des Jahres zusammenrechnest, kurz einmal schaust, wo bist du da eigentlich, um zu wissen, wie musst du dich ab dem 1.1. des nächsten Jahres verhalten und ob du noch Kleinunternehmer bist. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir ein wenig weiterhelfen und deine Frage beantworten. Wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video. Oder, persönlich noch viel besser, lass uns miteinander sprechen. Wir, die Conte Steuerberatung, sind spezialisierter Steuerberater, speziell für Selbstständige und würden uns freuen, dich einmal kennenzulernen. Ansonsten kannst du aber auch, solltest du auch, unseren Kanal abonnieren, das kannst du hier machen. Wir haben auch weitere Videos aufgenommen, die findest du zum Beispiel hier oder hier. Für viele Selbstständige Aber es ist ein bisschen ein Blooper, sorry.